So, nach unzähligen Kameraeinstellungen sollte ich auf jeden Fall mal zusammen mit dem Motorrad zu sehen sein. Wie ihr sehen könnt, ist ja einiges passiert am Projekt Pop24. Ich habe mal ein bisschen Zeit gehabt, da wieder mal ein bisschen was dran gemacht. Ich kann sie einfach nicht stehen sehen oder nicht dran vorbeigehen, ohne was zu machen. Also die muss unbedingt vorne in den Ausstellungsraum und abgedeckt werden. Weil sonst ist sie wirklich zu Weihnachten fertig. Nein, das glaube ich nicht. Ist ja schon noch viel Arbeit. Wie ihr sehen könnt, ist ein bisschen was vorwärts gekommen. Das Tankcover ist soweit fertig. Das Gabelcover ist dran, so wo es hingehört. Der Auspuff ist auch an Ort und Stelle, allerdings alles nur bis jetzt geheftet. Die Schwinge wurde ein bisschen modifiziert mit Oberzug. Das ist eigentlich schon so da, die Richtung, wo es hingehen soll zum Schluss. Denke ich mal. Ist allerdings alles nur geheftet und muss alles noch richtig verschweißt werden, verputzt werden und so weiter. Ja, ich zeige euch mal ein paar Details und nehme mal die Kamera aus dem Halter. So, da geht es ja mal los mit dem Auspuff. Das sind jetzt hier zwei Xeal X55 Töpfe. Die hier zusammengeführt wurden, sieht man auf den anderen Fotos, glaube ich, und an der Seite hochgezogen. Ja, so sieht es jetzt erstmal aus. Ich drehe sie dann in einem nächsten Video mal auf die andere Seite. Da kann man das alles besser erkennen. Den Höcker habe ich jetzt ja doch nochmal hier oben die Ecke weggenommen. Das hier innen, das muss ich mal gucken, wie ich das mache. Am liebsten würde ich es eigentlich mit so einem Wulst da eine schöne Rundung hier reinbringen, einmal hier an der Kante entlang. Ja, das Tankhammer ist soweit fertig. Das geht jetzt zum Formbau. Muss dafür immer vorher perfekt lackiert sein, weil nur so kommt dann entsprechend das, die Teile danach aus der Form raus. So, das Gabelcover ist montiert. Habe ich jetzt doch dazu entschlossen, den Steg in der Mitte wieder zu entfernen. Und damit die Maske schön mal drin sitzt. Die sitzt jetzt noch nicht perfekt drin, den Halter habe ich schon zweimal gebaut und wieder entsorgt. Das hat immer noch nicht so ganz gepasst. Also im Großen und Ganzen ist das so von der Seite her so da, wo ich hin will. Ja, den Kotflügel hatte ich euch schon im letzten Video gezeigt. Bugspoiler von uns haben wir damals von der Firma MBD übernommen. Die Form, die wollten das die nicht mehr vertreiben. Habe ich so einen fast unsichtbaren Halter dafür gebaut. Ja. So ist jetzt hier Stand der Dinge. Ich finde es eine ganz gute Optik. Hier ist nochmal eine schöne Seitenperspektive. Mit der Maske vorne bin ich noch nicht ganz zufrieden. Das muss ich mal gucken. Ich möchte das eigentlich ungern hier komplett verschließen. Das sollte eigentlich schon noch Luft sein, um zu sehen, dass es schon ein extra Teil ist und nicht am Gabelcover klemmt. Ja, ansonsten würde ich sagen, so weit, so gut.